Mit seinen Abbildungen eigenwilliger Fabelwelten zählt er zu den detailgenauesten Malern der Leipziger Schule. Die Stimmung seiner Werke ist mystisch und sehnsuchtsvoll. Erich Kissing. Obwohl er mit Werner Tübke einen großen Lehrmeister hat und nunmehr 45 Jahre Schaffenszeit hinter ihm liegen, ist Kissings Werk bisher in der Öffentlichkeit selten zu sehen gewesen. Jetzt widmet das Panoramamuseum in Bad Frankenhausen Erich Kissing eine ganz besondere Ausstellung. Schön, rätselhaft, unergründlich. So sieht Erich Kissing die Welt in seinen Bildern. Voller Zyklopen, schöner Frauen und ihm selbst, als männliches Pendant. Dabei ist der Leipziger Maler ein überzeugter Junggeselle, aber einer mit feiner Ironie und voller Leidenschaft. Zeichnen ist ja auch wie Besitz ergreifen. Oder wenn man sowas mal zu Frauen oder so, die gehören mir. Die gehören mir. Und die kann man so malen, dass sie lieb zu einem sind, oder? Mit spitzem Pinsel, akribisch exakt, malt der 66-Jährige. Wie sein großes Vorbild Werner Tübke. In dessen Panoramamuseum zeigt Kissing seine Werkschau. Seit 17 Jahren das erste Mal wieder. Direkt eine Etage unter dem Leipziger Klassiker. Das ist natürlich ein für uns hochspannendes Kapitel, dass Erich Kissing nun auch noch das Grundlagenstudium bei Werner Tübke absolviert hat und womöglich einer der ganz wenigen wirklich echten Schüler von Werner Tübke ist. Erich Kissing, eine Spätentdeckung der Leipziger Schule. Verkaufen konnte er früher seine Bilder nicht. Er musste arbeiten, um malen zu können und bescheiden leben. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Wenn man noch nicht entdeckt ist, kann man auch keine Preise verlangen. Jetzt werde ich entdeckt durch Sie. Und durch die zahlreichen Besucher im Bad Frankenhausener Museum. Bis zum 6. Juni ist Gelegenheit, die fantastisch heitere Welt des Erich Kissing zu ergründen.